Und damit einen wunderschönen Willkommen. Herzliches Willkommen zum Liga 2 Stream in Brasilien. Ich habe Wortfindungsschwierigkeiten. Gewöhnt euch dran. Das wird man jetzt erstmal 2 Stunden, ja, eher 90 Minuten von mir hören. Mein Name ist UFL Lukas und mit dabei der wunderbare, ich weiß nicht, in welchem Auto du diese Saison fährst, Julian Leikbonek. Welchem Ich Auto bin fährst du? Ferrari. Ach ja, stimmt. Ja, nee, du Ferrari. warst so weit vorne, ich sehe dich nicht mehr auf der Strecke. Als du noch im roten Bullen warst. Da haben wir uns noch gesehen. Ab und zu mal, ja. Ja, Mittlerweile. dann habe ich mich weggespinnt. Zeiten ändern sich. Meine auch und zwar ins Schlechtere. Ja, So. Brasilien, ne? Ja. Leider. Da wir das Quali jetzt noch nicht läuft, ist es die perfekte Zeit. Wenn ihr Twitch Prime habt, uns schnell euer Abo zu gönnen. Wir Kommentatoren wollen bezahlt werden und für die Fahrer, es finanziert eure Urkunden. Also ballert rein. Uns natürlich keine Werbung. Und ihr Macht kriegt sehr gute keine Image. Werbung. Das ist natürlich noch gut, weil ich weiß nicht, wie die Leitung das eingestellt hat, aber da kommt sonst jede Sekunde gefühlt eine. Machen sie clever. Machen sie richtig clever. Die zwingen Ja, einen wir haben einfach dazu. bevor wir in die Lobby kommen. Regen oder nicht Regen? Ich call trockenes Quali mit teilweise Regen im Rennen. Und zwar startet es trocken und regnet dann so ab der Hälfte des Rennens. Ich kolle komplett Full Wet Regen rennen. Boah. Ekelhaft, ich weiß, aber wird man sehen. Bodenlos. Also, ich weiß gar nicht, hat es in Liga 3 gestern geregnet, weißt du das? Nee, oder? Doch, im Quali. Im Quali hat es Okay, geregnet. okay, okay. Da muss hier jetzt noch Regen im Rennen sein, dann ist es hoffentlich schon abgehakt für uns morgen. Auf Hoffnung. Ja. So. Na was? Ja, Quali habe ich ja gesagt, ist trocken. So. Wir sind 15 Fahrer und dadurch ein kurzes Quali. Das erste Mal, dass ich das diese Season mitkriege, ne? Ich glaube auch generell das erste Mal. Ja, aber es ist ja immer Liga 2, ne? Irgendwie. Ja, Liga 2 ist leider nicht ganz voll. Ich glaube, wir sind 18 Fahrer momentan. Dadurch, dass wir jetzt den YOLO ja direkt hochgezogen haben, weil er ein bisschen zu schnell war. Also für die, die letzte Woche geguckt haben. YOLO ist nicht mehr hier Liga 2, der fährt morgen bei uns in Liga 1 mit. Hat der gestern, hat der gewonnen direkt, oder? Ja, ich meine schon. Okay. Mit 25 Sekunden Abstand, glaube ich, war es, ne? Ja. Von Ja, 7 auf ja. dem Grid. Klassiker. So, Aber du bist erste. Prinz der Champion. Laut der ja, Liste. Ja, okay, aber Masi nah dran. Genauso wie F-Kill. Also Masi, F-Kill, Eilish, die haben da schon noch gut Chancen ranzukommen. Und dann ist eine große Lücke zu beiden Martins. Ja, na gut, groß ist sie noch nicht, aber. Ja, für die Verhältnisse, sagen wir es so, ne? Marc Jäger, der Erste auf der Outlap. Wir haben 3 Leute, die jetzt schon in Medium equipped haben. Sehe ich gar nicht. Sass. Auf Wollen 3. sich vom entweder dann den Soft halt, den extra Soft sparen. Was ich tatsächlich nicht super komplett nachvollziehen kann, aber ich würde mir lieber den Medium sparen. Aber Marc Jäger Ja. geht auf Hotlap. Ne. Oh, geht da runter in So war ich schon. Zweiten. Ja, da kann man irgendwie viel mehr Schwung mitnehmen. Ich finde, wenn du Kurve 1 verkackt, das ist die Runde vorbei. Brauchst Ja, du nicht man kommt direkt weiterfahren. aus dem Flow raus. So, wenn Leider. Kurve 1 nicht sitzt, du bist direkt am Arsch. Ja, verpasst auch den Innenkörper da in Kurve 4 war das dann, glaube ich. Oh Gott. Ich dachte, er macht einen Leclerc. Wenig Schwung. Ja, die Runde wird hinter sich einen Alpin. Ich hoffe, der ist nicht auf schnell. Nee, der ist, sind beide auf Outlap. Also, beziehungsweise Box und Outlap. Das Elite der nächste. Ja, ich bleib erstmal auf Marc Jäger. Der setzt uns jetzt trotzdem erstmal die erste Runde, die geschlagen werden muss, ne? Also, am Anfang ist auch, glaube ich, nicht die Schnelle der Runde das Wichtige, sondern, dass man sie hat. Erste Runde setzen, ne? Ja. Bestimmt. Und so kacke ist die Zeit eigentlich jetzt gar nicht mit einer Und 9-2. nö. Das stimmt. Was Genau, ne? setzt Elite dahinter? Ach. Ist die Leitung enttäuscht? Ist sie nicht 8-7?
So. Wer kommt dann als nächstes? F-Kill? Miss. Oh, der ist. Oh, F-Kill den F. Oh, Fehler! Vom Weltmeisterschaftszweiten! Haut's da raus. Dritten! Egal. Das gleiche. Masi macht sich nicht, ne? Direkt ungültig auch. Der hat da gerade schön Platz gemacht. Und da ist auch wieder gelb mit einem Laren. Aber ich glaube, das ist Marc Jäger, der Platz macht. Ja. Oh Gott, das ist. Martin. Ja. 9,5. Martin. Oh. Ja. Langsam sein. Ja. Oh, der Aston Martin sieht so schön aus. Ich bin großer Aston Martin-Fan geworden mit dem Update. Basti jetzt kommt über die Linie. Auch Basti. Oh, auch eine 9,5. Sehr, sehr, sehr knapp hinter Martin. Mit einem M, ne? Muss man bemerken. Ja, mit einem M, der ist knapp eine halbe Sekunde langsamer. Das wäre auf dem Roten, wenn er die Runde genauso hingerichtet hätte. Bla bla bla. Ich weiß, es sind sehr viele Variablen. Eine ziemlich gute Zeit geworden. Danach kommt Jäger in die Box. Gut, könnte es sein. Könnte ja, sein, ich. Sein. Gut. Ah ja. Ja, ich war ja schon beim nächsten Rari war ich schon drauf. Ghost. Ghost. Und dann Toni. Ticker Toni mit einer 8,6. Setzt sich auf die 1 im Ferrari mit der 99. So, danach kommt wieder ein Aston Martin. Das ist, glaube ich, wieder Martin, der da, ja, der geht in die Box. Ich glaube, wir haben die ersten Runs, überstanden. Wir haben noch, UPL Duck. Ich spreche den Rest seines Namens nicht aus, weil es echt nur peinlich werden wird. Ich sage einfach Meta Monogatari. Stimmt, das ist Meta. Danke. Ja, ich. Stimmt. Oh, da war ein Ferrari. Das war, ja, Tony stand da in der Leclerc-Kurve quer. Marzi kommt jetzt noch. Oh, das sieht doch wohl aus. Oh, 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 wo ist Marzi? Da ist Marzi. Da ist Marzi mit einer 8,3! Boah. Hey, ich bin Liga 2 würdig, Julian. Also, 8,3 ist schon nicht wieder verkehrt. Man muss man so mal kurz so anmerken. Warum fahre ich mittwochs, Mann? Fahre ich auch so. Na. Ich fahre den nicht. Mach mir gar nichts vor. Aber mit dem Standardhelm und das ist eine Strafposition, bitte. Standardhelm ist der beste, sei still. Ich hab den immer noch im Kopf. Ja, und deswegen bist du auch ein Clown. So. Deswegen bin ich auch P7 in der KWM. Ich verstehe. Ja, in der KWM P7 ist scheiße. Trotzdem vor mir, glaube ich. Weil ich glaube, Team McLaren kriegt gerade gar nichts hin. Mit IC und mir. Wir sind nämlich tatsächlich souverän 8er in der KWM. Strong. Ja, machst du nix. Außer mich wächst bin und von Marc aus dem Leben genommen zu werden. Marzi wird reingehen jetzt. Wer kommt als nächstes? Das sind zwei Williams. Das ist Elite. Der ist aber schnell. Der geht jetzt auch eine Schnelle. Der hat anscheinend zwei Outlaps gemacht. Heißt Meta ist der nächste. Der zu uns kommt, aber der hat erstaunlich viel ERS durch die letzte Kurve noch. Na, ja, geht aber. Ich gehe auf 13% oder so immer über die Linie. Ja, okay, never mind. 8,5. Ja, starke Zeit. Eine Sekunde vorm Teamkollegen, bisschen mehr. Statement, Basti. Statement von Gattari. Jäger muss jetzt sein, oder hat er... Nee, der ja, Jäger. Ah, na. Ach, der, ich bin wirklich so... Brain AFK. Prince kommt jetzt. Von Prince Kollege, der Soulcatcher. Der WM-Führende, M. Prince. Auf 3! Oh! Boah, guck dir die Zeit an, 3000ste. Ach du Scheiße. Und da kommt Basti. Der geht jetzt. Auf eine heiße. Ja, fängt mit nur 70% an, in Kurve 1 anzubremsen. Das wird knapp, wenn er ist. Elite 3 Zehntel schneller. Innen. Ach, Mann. Ah, da ist Elite. Ja, das verstehe ich aber auch nicht, dass sie trotzdem. Oh, aber auch sehr knapp nur vor Masi. Ich verstehe es auch nicht, dass sie nicht innen bleiben. Billy hat es eilig währenddessen auf die 7 mit einer 9,1.
Und dahinter kommt Gatari, der jetzt reingeht. Murari, ist der Fehler hier gut? Nee, der geht jetzt was drauf. Ist das ein Tabakfehler? Warum wird das nicht falsch gesagt? Geht nicht. So. 2, ja. Schneller. 9-0. Das reicht schon jetzt für Billy und das bleibt auch dabei, dass er Billy schlägt. Geht damit auch in die Achterzeiten. Sind tatsächlich jetzt schon mehr in den Achtern, als ich erwartet habe. Oh, das ist halt eine kleine Strecke, ne? Da ist das. Ja, ja. Soulcatcher, oh, das war, glaube ich, jetzt nicht seine schnellstmögliche. Währenddessen Basti auf 5 geht, mit einer 8-5. Jetzt ist das knapp, ne? Von 3 bis 5, das sind 20.000stel, bisschen mehr, ja, 22. Von 1 bis 5 find ich das relativ, ja, klar. Also es ist schon 6 auch noch, also das ist schon ordentlich knapp. Da auch wieder zwischen 10 und 11 dann, ne? Zwischen Madin und Ghost Rider. Also generell 10 bis 13, also wir haben doch unsere kleinen Grüppchen da, die es doch ordentlich eng haben. Billiards Eilish ist ungültig. Hätte jetzt hoffentlich nicht den Ferrari hinter ihm auf, das ist Groot. Ja, Groot ist halt auch am Pitten jetzt. Dann kommt Masi. Der merkt auch nicht in. Tony auch nicht. 8-3 von Masi. Soulcatcher als nächstes, der muss sich verbessern, das macht er auch ordentlich. Und geht rein. Also ich an seiner Stelle hätte die Runde erstmal geballert. Also damit ich eine halbwegs vernünftige Referenz habe. Aber. Gut, wer will, wer meint, der meint. Ja, Mark Jäger geht jetzt auf eine Runde. Ghost Rider hinterher, der bleibt innen, geht auf die 7 mit einer 8-7. Martin jetzt der nächste. Ja, auch mit einer guten Verbesserung. Reicht Stand jetzt trotzdem nicht für Billy, oder? Oder gerade so zumindest. Ja. Ich hab eben weg, 3000 für eine Zeit. Das, oder? Ja. Eine 8-8. Und da kommt Merk. Das ist Gatari, der jetzt auf seine Heiße geht. Oh, das Gelb. Steht nur links. Oh, das ist Billy. Oh, und der steht da. Oh, Billy! Super Reaktionszeit von Tic-Tac-Tony. Seine Runde ist jetzt natürlich. Also sein Anfang ein bisschen kaputt, der muss sich jetzt erstmal wieder fangen. Aber zum Glück war es nicht das Ende der Runde. Ah, oh, ja, ja. Der, ey. Ich bleibe ja bei Tic-Tac-Tony drauf, dass man mal eine vernünftige, komplette Runde sieht. Ist 13. langsamer tatsächlich jetzt schon. Ja, war zu erwarten, also mit dem Start. Und wieder korrekt und liebe Stress von Vorgang herfahren. Ja. Und so meine Outlet dranhängen. Das ist ein Aston oder Marin, der geht in Box. Meter minimal schneller, geht aber auf die Box. So. Ja, Tic-Tac-Tony, das wird nix. Die ist 16. langsamer. Ja. Ne, machst du nix. Na, Masi 60.000stel schneller. Aber der hat kein ERS mehr, der kann reingehen. Macht er auch. Und dahinter, Ferrari im Windschatten noch im Essen. Groot und Prince. Prince geht auch auf die 1. Wird davon gut richtig gerade über die Linie gezogen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ohne den Windschatten hätte er Elite nicht geschlagen und das war abgesprochen. Oder? Nee, das war gut, wollte auf die Schnelle gehen. Ah! Ja, direkt dran. Ah ja, und ist gerade ungültig, ja, ja, das wird sein. Ach, Leute, ihr seht ganz kurz nichts. Ich muss mal wieder meine Notifications kurz an- und ausmachen, weil manchmal. Die sind aus, aber manchmal gehen sie trotzdem und dann muss ich sie wieder an- und ausmachen. Ich liebe eine PS4, Julian, wirklich. Ich bin besser. Ja, ich weiß. Mann. Egal. Wendig kommt jetzt als nächster. Also, aber. Ups. Ja, just auch nicht. Blinkt. Laren auch wunderschön. Aber wollte ich die Würfel haben, aber.
Habe ich nicht bekommen. Aber ich wollte mal wieder einen Mercedes haben, aber weil mein Teamkollege legit die letzten 4 Saisons Mercedes gefahren ist, habe ich den nicht bekommen. Soulcatcher mit einem Purple 2. Wird mir hier zumindest angezeigt. Innen, Leute. Da muss man die kürzeste Linie. Ah, gut, da macht er Soulcatcher bleibt in. Oh, ja. 8-4. Und ich glaube, es wird schwer. Ja. Prince zu schlagen, wollte ich sagen. Und dann kommt Basti. Ohne Windschatten, ohne alles. Fällt darauf fast niemand rein. Also, ich hätte tatsächlich UPL Miljani bei ihm als Namen einfach lustiger gefunden. Ja, ich weiß nicht, was dieses Enten-Dings da bedeuten soll. Was meinst du? Für Hamilton? Achso, nee, ich meinte bei Basti. Ja, bei Meta, das verstehe ich auch nicht. Das ist bestimmt wieder irgendein Insider, den nur er kennt. Und. Ja. Was ich bei Meta krass finde. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber was ich bei Meta krass finde, ist, der hat so viel Wissen über dieses Spiel. Es ist ein Wunder für mich, dass der noch nicht bei uns in Liga 1 mitfährt. Währenddessen geht Billy auf die 6 mit einer 8-4. Also so viel wie der weiß, ich bin ja jetzt im McLaren Team Chat, ne? Was der da die letzte Saison reingeschrieben hat, es ist. Junge, der hat gefühlt eine komplette Setup-Session für jedes Rennen gemacht. Es ist unfassbar. Wird auch alles ausgenutzt. In der Chat waren auch Bong und Gaming. Da werden alle Tipps, die ich da finden kann, werde ich da nutzen. Hey. Leitung, wir einmal Chat neu starten. Zurücksetzen. Nee, die Liga 1 Leute sind abgehoben, die haben kaum was geschrieben. So, Tic-Tac-Tony geht jetzt auf eine Runde. Aber muss ich jetzt immer noch sagen, ich bin von 1 bis 10, ne, kann man. Na gut, ist schon relativ. Ja, 5 Zehntel. 5,5, das geht eigentlich. 2 ist das okay, finde ich. Ja, also in Liga 1 wäre da wieder nur 2 Zehntel zwischen. 2000. Ja, wirklich, ne, das ist ja so bodenlos. Ich habe tatsächlich bis jetzt jede Q3-Session in Liga 1 diese Saison zwar nur zugeguckt, aber es war ja bodenlos, wie knapp die alle waren, ne? Ja. War wirklich geil. Macht mir Spaß. Ja. Ach, Billy jetzt Stelle geben. Ja. So, ja. Was macht der denn? Keiner weiß. Ja, das sieht mir nach dem Beginn einer schnellen aus mit ein bisschen zu wenig ERS, finde ich. Aber ey. Nick Nock kommt über die Linie. Aber 5. Meine 8-4. Oh, Nick Nock geht da halt auch noch zwischen, ne? Ist das knapp. Ja, stellen wir jetzt noch zum Finale der Track. Irgendwo kann das nochmal noch knapper werden. Ja. Jetzt bei 13. Ja, und da sind immer noch welche in der Box. Also Basti fährt jetzt gerade raus. Marc Jäger hat anscheinend keinen frischen Reifensatz mehr. Also ich weiß nicht, wann er noch rausfahren wollen würde. Genauso wie Elite und okay, FK. Wird jetzt durch sein. Das ist durch. Die drei sind also weg. Und Elite auf der 3 fährt nicht nochmal raus. Wundert mich jetzt tatsächlich und das staut sich jetzt gleich in Sektor 3. Ne, guck dir das bitte mal an. Eieiei. Viel Flashback zu Station Form 1. Ja. Wird bei uns in Q1 morgen auch genauso sein. Groot jetzt der Erste, der da auch eine frische Runde geht. Ach, hat man ihn sich verbessert? Nein. Ich muss mir kurz einen Gruß rausgeben. Hier Wendek, ne, oder Lukas. Du bist so langsam teilweise, weil du im 4. Gang rausbeschleunigst. Solche Mittelsektor zu hoch. Der Mann hat noch China drin. Sieht immer noch krass aus. Ja, auf 4. 4 für den 4. Gang, ne? Merkst du? Der braucht deine Tipps nicht. Braucht er. Ne? Ja. Und dafür keine Tipps vom Bruder anzunehmen. So. Wer war nochmal der Erste? Ich hab's wieder vergessen, irgendein Ferrari. Ja, gut, aber ja. Der ist, ist schon in der Wand gewesen, glaube ich, auf der Wiese. Auf der Wiese. Ja. Da stand er auch vorhin schon quer. Komik. Enttäuschende Session für Groot, wo ist ein Komik? Was?
Was hast du gesagt? Und Flashbacks an Hybrid-Komik, sag ich. Ah, ich habe nur Hybrid-Komik verstanden. Ich habe Hybrid-Komik gerade gesucht. Chillig. Martin Was über ist die das denn? Linie verbessert sich minimal. Soulcatcher auf die Soulcatcher 3. auf 3. Was macht Prince auf die 1? Das ist eine Ansage. Danach kommt UPL Ente Hamilton. Ente. Und 8-7, ne? boah, Okay. verbessert sich nicht. Ich Danach bin überfordert. der Rari von. Oh je. Alle Ferrari stehen Okay, drauf. Basti der nächste. Basti geht auch rein. Auch Wenn dich er nicht verbessert auf sich Masi. nicht, wenn dich auch nicht. Masi ist der Letzte. Ist aber auch langsamer. Ist auch langsamer. Haben alle keinen Bock gehabt. Tic-Tac-Toe ist auch langsamer und damit hat M-Prince die Pole und tatsächlich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee. Aber. Und ich halt der Weltmeister von Liga 2, ne? Aber jetzt sollte in Liga 2 niemand mehr behaupten können, dürfen, dass die sich alle irgendwie einer zu schnell ist, weil die Zeiten, die sollte jeder hinkriegen. Kriegen. No. Von 6 von 1 bis, was ist das für ein 7? Es ist 11? unglaublich. Also Ist in Ordnung. bis 13 sind die alle in 7 8 Zehnteln. Gut, das ist halt gut am Ende, aber der hat halt die Runde nicht hinbekommen. Der könnte schneller. Also das wissen wir, glaube ich, alle. Ja, Also hat er schon das. gezeigt. So, egal, das ist unsere Qualifying-Aufstellung. Wir haben Prince over 1 mit einer starken Zeit. Also hat die Zeit, die er mit Windschatten gesetzt hat, nochmal besiegen können. So. Danach Basti sehr knapp dahinter und es bleibt halt einfach knapp. Eine Soulcatcher Elite, wenn nicht Marzi. Und. Ja, ne. Und Marzi, 2 Zehntel nur noch innerhalb der Pole. Danach Nicknock, Billy, Tic-Tac-Toni, UPL, Meta. Sorry. Kein Stress. Ghost Rider, Martin und Mark Jäger, aber 14 dann noch. Also es ist doch ordentlich close. Und ganz zum Schluss haben wir F-Kill, von dem ich jetzt doch eine Show erwarte. Der macht einen Hamilton. Er ist im fa etwas falschen Auto dafür. Aber ich sehe es Aber schon, dass machbar. F-Kill ziemlich weit nach vorne kommt. Also der ist nicht umsonst Dritter in der WM. Also der. Das wird interessant. Interesting. Und wieder kein Regen. Kommt Bis noch. jetzt. Was sagst du? Soft, medium, soft? Hard Medium. Auf ganz, ganz entspannt. Steht auch so im Fahrerbriefing, Julian. Ja, ich wollte mal was anderes sagen, ne? Als immer das Gleiche. Also im Fahrerbriefing ist die Medium Hard als Erwartestrategie oder halt andersrum oder die Soft Medium Medium. Aber ich will aber den harten bevorzugen am Start. Wegen der Boxenausfahrt. Ja, also ich würde auch in meinem Leben nicht auf den harten drauf wollen mit einem Rennen. Vielleicht hinterm Safety Car, wenn du chillig fahren kannst. Oder Monaco. Bitte erinnere mich nicht dran, dass wir Monaco fahren diese Saison. Bald. Ich will nicht. Was hältst du eigentlich davon, dass Grosjean heute getweetet hat, zweiter Jahrestag vom Phoenix? Weil er heute vor 2 Jahren so halb gestorben Ach ist. so, deswegen habe ich das heute auf Instagram gesehen mit dem Unfall wieder. Ja. Was? Gut. Es ist Das hat schon nie wieder krass, Regen geschaffen. was der Bro da hingekriegt hat. Bin ich mal ganz ehrlich. Ja, das werde ich nie vergessen, diesen Unfall. Der war wild, ey. Gemischtes Fahrer, ey, das liebe ich ja, ne?
In Liga 1 warst alle auf Hard, bis auf Lubu, der einen immer auf Medium startet, Mann. Und es geht immer auf. Aber ja, auch der Soft-Starter ist jetzt auf dem Harten. Also. Safety Car, glaube ich, relativ hoch. Die Wax, glaube ich, relativ hoch, aber. Ja. Dachi grüßt die UPL. Go Red Bull. Wir grüßen zurück, Dachi. Es ist immer, immer wieder eine Freude, dich hierbei zu haben. Und die Red Bulls sind tatsächlich. Also der eine ist tatsächlich ziemlich gut dabei. Also Nick Nock war, glaube ich, der Letzte, der noch innerhalb der 2/10 zur Pole war. Also die Chancen stehen gut. Es liegt halt. Es liegt halt entweder an Masi und so, dass die sich nach vorne durchkämpfen durch die Hardrunner. Oder an Elite, dass der da den Anschluss an den vermutlich entstehenden Dreier-Train da vorne nicht verliert, ne? Ja. Also das wird das Ziel der drei da vorne sein, so schnell wie möglich von Elite wegfahren, in der Hoffnung, dass der irgendwie weiter aufhält. Aber wir werden es gleich sehen, in 5 Sekunden startet die Einführungsrunde. Die, ich weiß, es ist eigentlich ein richtig kleines Detail und es ist richtig unnötig und gefühlt jedes Spiel hat es schon seit 20 Jahren, gefühlt in 20 Jahren, aber ich liebe es, dass man das dieses Game, dass man da selber reinfahren kann, ne? Wenn man trifft, ja. Wenn nicht, es ist schon, es ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal passiert, dass ich einfach meine Box übersehen habe. Oh, Elite fährt direkt mal komplett Straßen nehmen. Ja. Testen mal die alternative Route. Testen, ob der Grip stimmt. So. Ja, guck, hinten ist schon Stau. Komischerweise. Ja, aber hinten ist immer Stau, also. Ist auch in jeder Liga so. Also entweder es ist Stau oder irgendeiner ist viel zu langsam und hält alles auf. Das ist immer eins von beiden. Und das haben wir jetzt auch. Jetzt bilden sich wieder Grüppchen. Abstand, also so ein großer Abstand ist nicht erlaubt. An Nick Nock, der muss jetzt tatsächlich mal ein bisschen aufschließen. Das steht im Regelwerk. Alle RBs sind top. Nur Dachi und FLA hier gerade nicht. Das ist eine Lüge, Dachi. Ihr seid top. Ihr seid top. Dachi und FLA hier nicht, der war gut. Und ich muss nur mal sagen, ich finde es immer komisch, dass Meta noch der 10 steht, weil der ist ja eigentlich. Ja, ich vermute, er hat die letzte Runde nicht hingekriegt, das haben aber viele nicht. Der war ja mal, der kann Zeiten fahren für Liga 1 und aufwärts gefühlt. Ja, wenn er es halt hinkriegt. Aber ich sag's jetzt schon, ich werde Basti in diesem Rennen nicht loben. Das letzte Mal, ich das gemacht habe, war UK letzte Season. Ich habe gesagt, Basti auf Podiumskurs und er hat sich legit eine Sekunde später rausgedreht. Oh, und da sind 4 direkt, die Box nicht getroffen haben. Egal, es geht los. Für die Fackel nicht. Ich auch nicht. Und die Fackeln sind an und gehen aus. Und der Start ist gar nicht so schlecht. Boah, Elite im Superstart, genauso wie Basti. Da scheint Prince nicht ganz mitgekommen zu sein. Ah, hinten wird es ein bisschen eng. Basti geht allerdings direkt in Führung. Dahinter Elite, da ist ein Unfall da hinten. Das ist Billy und Wendig. Die scheinen sich da getroffen zu haben. Ich sehe jetzt allerdings nicht direkt einen Schaden bei den beiden. Wir gehen wieder nach vorne. Wir haben da nämlich ein Alpha, der weit geht. Das ist Soulcatcher. Der hat da vermutlich einen Max Verstappen abbekommen. Und 2 Positionen direkt verloren am Start. Ja, und Elite auf 2 mit dem Harten. Also auch das wird jetzt von, ich glaube, Masi war noch auf der 3. Von Masi und Prince nicht ganz das Ziel gewesen sein. Auf geht's, Elite wird hier gerade schon geschrieben. Der macht seinen Job gut. Der ist auch mal 2, der macht das super. Und sonst eigentlich, bis auf den Unfall der beiden da hinten, ist das Feld ziemlich ruhig geblieben. Basti wird jetzt versuchen, sich von Elite zu lösen. Muss er auch. Also das ist das Einzige, was er jetzt tun kann. Da ist Ghost Rider mit dem Spin. Oder zumindest mit einem ganz fetten Quersteher. Der verliert nämlich gerade eine Position nach der nächsten. Fällt auf die 12. Prince überholt Elite. Das ist natürlich kacke, dass ich das jetzt nicht drauf hatte. Das tut mir leid. Ja, ich war hinten, weil er so viele Positionen verloren hat.
Und Basti ist aus der Sekunde raus. Der used jetzt natürlich konstant weiter. Prince noch mit noch, nur noch mit 50%. Oh, der das ist stark. Wenn, dabei, wenn nicht in der Box, der scheint einen Flügelschaden zu haben. Ja, Flügel neu. Ja, ja, Flügel wird repariert, geht auf ein M, ich glaube davor auf dem harten. Was Elite jetzt halt nicht tun darf, meiner Meinung nach, ist auf Krampf Prince überholen oder so. Du bist auf dem langsameren Reifen, halt mit, wenn du kannst. Und kämpf einfach nicht zu gelb. Hart. Da ist gelb, das ist Soulcatcher. Ja, in der Kurve verlierst du einfach beim Rausbeschleunigen den Grip. Da sehe ich mich morgen auch schon ein paar Mal fliegen. Basti, Kurve, ja. Basti vergrößert seinen Abstand. Prince used, Basti genauso. Und Elite erst recht. Aber Elite bei 80% macht ja, oh, Masi gegen Elite. Ja, würde es probieren. Basti, Junge, du machst das, schreibt Domi. Den Support wollen wir sehen. Probiert Masi das wieder. Masi probiert's wieder. Hatte jetzt das DRS. Elite auch ist in. Oh, die gehen nebeneinander in die Kurve. Ja, bremst ihn aus. Das kann er mit den besseren Reifen. Na, kann Elite sich jetzt nicht wirklich gegensetzen. Prince innerhalb der Sekunde, während sich Wendig dreht. Prince innerhalb der Sekunde von Basti hat aber kaum, also hat die Hälfte von Bastis der ERS. Das hilft Basti ja halt gar nicht, dass er doppelt so viel ERS hat, wenn Prince jetzt hier in der Sekunde ist und sich da vermutlich auch drin halten kann. Der ist ja nicht langsam, der ist ja nicht schlecht. Übrigens, nach P4 hat sich schon eine Riesenlücke aufgebaut zu Mark Jäger. Der zieht da den Rest-Train hinter sich. Ja, und die vier führenden hier. Jetzt würde ich sagen, Elite auf Siegchance, wenn er dranbleiben kann. Wenn er dranbleiben kann, und das ist halt ein ganz, ganz dickes Wenn. Die Harten sind zwar offiziell nur 0,5 irgendwas langsamer, aber es ist ja auch ein, wie wohl fühlst du dich drauf, wie viel traust du dich auf den Reifen und so. Und ich glaube, dass man sich mit den Mediums, zumindest auf vollem Benzin zu Beginn des Rennens, mehr traut als auf den Harz. Während wir hinten auch ordentlich viele nah aneinander haben. Also wir haben Tic-Tac-Tony, der direkt hinter Martin chillt. Auch das ist da ordentlich close. Und oh, Tic-Tac-Tony geht da vom Gas beim Innenkörb. Das ist, durchziehen müssen. Ich weiß nicht, ob man auf dem Innenkörb voll auf dem Gas bleiben kann. Oh Gott, Dreher von Groot Viali. Und er verliert den Flügel, weil Elfkilly mitnimmt. Und ich glaube, Meta musste ausweichen, aber hat ihn nicht getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und kriegt dafür 5 Sekunden für eine Kollision mit Soulcatcher. Ja, ich hoffe, Soulcatcher hat keinen Flügel dabei verloren. Also Groot ja, hat einen Teil des Flügels dabei verloren. Vorne links nämlich. Ja. Ja, wir gehen zurück etwas weiter nach vorne. Wir bleiben auf Martin, der jetzt weiter auf Nicknock aufschließt, allerdings viel, viel weniger ERS hat. Elite verliert langsam aber sicher den Anschluss und Prince ist direkt an Martin, an Basti dran gewesen. Zu Beginn der Runde Soulcatcher geht an F-Kill vorbei, das ist ein DRS-Overtake gewesen. Und Tic-Tac-Tony ist wieder direkt hinter Martin. Mediums gegen Harz, vielleicht wieder am Exit der Kurve. Ja, verbremst sich minimal, das wird jetzt nichts. Oh, ist meine Nase zu. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge, wie ein gewisser anderer Liga 1 Kommentator. Bin krank. Plus 1. Ja, hinten, was ist das? 5 bis 8? Ja, Train. Masi auch jetzt direkt an dem Prince und Basti Train dran. Also Elite ist noch dran, da ist gelb, das ist das Meta, oder? Nein. Das ist wieder Tic-Tac-Tony. Ne, es war gerade Groot, ne? Egal. Ja, ah, der hat ja auch den Flügel nicht wechseln lassen. Wir gehen wieder nach vorne. Prince ist nämlich direkt an Basti dran, der probiert. Der hat gar kein ERS mehr. Basti mit der Hälfte. Danke. Danke für die gute Besserung, Dachi. Basti mit der mit 50% ERS und Prince ist gegeben, wie die ist am Leuchten. Wie es ein paar Weihnachtsbäume im November halt schon tun. Basti probiert's außen rum. Oh.
Ja, Elite macht das gut, also der nutzt das aus, dass sie da vorne halt fighten, spart ERS und bleibt trotzdem dran. Groot in die Box, er macht vermutlich einen Flügelwechsel. Oh, die beiden, also die vier davor. Oh Gott, Masi! Sehr später Move, sehr, sehr später Move. Hätte ich dann nicht beschweren können eigentlich, wenn Basti da noch die Tür zumacht. Und der macht das außenrum! Wow! Das spielt das Prinz die Karten, der kann nämlich gerade zu. Das spielt Prinz super in die Karten, der ist 9/10 jetzt weg. Was ein Move! Was ein Move von Masi! Also er konnte außen halt einfach viel mehr Schwung mitnehmen als Basti, den er dann nach innen gezwungen hat. Ist halt immer die Frage, ob es Sinn macht, im mittleren Bereich der Strecke zu überholen. Ich glaube nicht. Währenddessen hat sich übrigens Mark Jäger von Nicknock lösen können und ist damit jetzt der Erste, der ist einer der Ersten, der weder DRS vor oder hinter sich wen hat. Das nehme ich jetzt auch wieder zurück. Nicknock ist wieder im DRS. 100% ERS übrigens. Ah also ja, macht das gut. Macht das gut. Bisschen würde ich ja schon von der Batterie wegnehmen. Ja, wenn er es nicht braucht. Also er weiß ja, dass er auch den harten Stand jetzt nicht überholen kann. Und solange er da dann mithalten kann, warum sollte er ERS usen? Ja, dennoch, 100% ist immer, oder fast 100% fühle ich nicht so. Ja, ne, bei mir ist es aber auch manchmal so, wenn ich in einem Train gut mithalten kann, vergesse ich einfach manchmal einfach ERS zu usen. Und dann gucke ich irgendwann runter, frage mich, warum ich Zeit verliere und merke, ach Digga, du hast ja volles ERS, du Clown. Oh, Fehler, hey, das ist Madin. Madin Fehler, ja. Spind, ja, verschaltet sich da, wartet so lange. Naja, wartet aber noch bis... Da sind. Ja, das war. Da hatten wir ja gerade schon einen Spin von. Die passieren schnell. Masi an Prince. Mit ordentlich mehr ERS. Masi auch mit der schnellsten Runde. Also. Ja, ihr seht mal, Elite aus dem DRS gerade raus. Ja, da ist wieder gelb. Das ist erneut wendig. Beschleunigt diesmal nicht im vierten, sondern im fünften raus. Hat vielleicht aus dem Spin gelernt. Na, heute erst Rennen auf Lenkrad scheint doch nicht zu laufen. Ja, Welt. Stimmt, das wollte ich noch erwähnen. Erstes Rennen auf Lenkrad, das passiert. Also er soll sich da jetzt bitte nicht, falls du ihn zu ihm nachher guckst, wenn nicht, zur Not bitte sag's ihm, auf gar keinen Fall von sich lassen. Das dauert, bis man auf dem Wheel komfortabel ist. Also, dass er alleine hier nicht letzter gestartet ist, ist für mich schon mal, finde ich, schon mal eine super Leistung. Also ich habe, bis ich auf dem Wheel komfortabel war und meine Controller-Pace hatte, ein, zwei Monate gebraucht, ne? Und bis ich schneller war, noch viel länger. Und das bin ich auch jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Controller anschließen würde, wäre ich nach einer Zeit wieder ein bisschen schneller, weil ich einfach mich durchgehend drehe. So, wir haben Elite, der an Basti. Genau, Mars sieht der jetzt vielleicht... Na, der ist zu weit weg noch. Optik von Enfield ist ja stark. Wenn nicht in der Box. Ja, Flügelwechsel, oder? Ja, Flügelwechsel. Weißt du, was Wendig für ein Wheel sich geholt hat? Frostmaster. Gleich wie... Boah, RS oder nur 300? RS. Ach, nur Clowns nehmen das RS. Wahre Kings haben das normale T300. Oh, Basti verliert den Anschluss nach vorne irgendwie. Ja, aber das kennen wir von Basti leider. Also der ist am Anfang immer super stark und dann... Elite verwarnt. Fluppt irgendwie nicht mehr, ja. Das wäre für mich als Elite der Punkt zu sagen, jetzt gehe ich vorbei. Ja, also... versuchen, wieder vorne anzuschließen. Ja, Nicknock ist auch wieder bei Mark Jäger dran. Genauso wie auch Soulcatcher auch direkt hinter Ghost Rider ist. Also wir haben jetzt hier doch ein paar, die ziemlich close beieinander sind. Oh, Soulcatcher Standardhelm, geil, wirklich. Minuspunkte, Strafpunkte. Ja, aber Elite kriegt halt auf den harten, den Exit aus der letzten Kurve nicht so gut hin wie Basti, ne? Da ist gelb, da stand doch gar niemand. Ja, vielleicht ein Quersteher von Wendig. Jäger jetzt ja. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht drauf war. Ich war lieber gerade einfach auf Groot Vialli drauf, aber Elite Strafe. 3 Sekunden. Soulcatcher ordentlich am Blinken.
sollte nicht passieren. Ja. Ist aber auch komisch, dass sie nicht das System der echten Formel 1 haben. Die echte Formel 1, das ist ja ab Warnung Nummer 4. Die Strafe. Ja, aber direkt 5 Sekunden. Würde ich lieber nehmen, tatsächlich. Ja, weil ich finde... Könnte, ne, natürlich, nee, trotzdem. Auch einfach so. Ich finde, 2-3 Warnings holst du dir schnell. Die vierte ist einfach Dummheit. Also 2-3 Fehler, finde ich, sollten vom Game gestattet sein. Über 50% drin. Jetzt Elite will jetzt mal, ja, der Jus, der zu viel, jetzt musst du auch reinstechen, aber jetzt ist weit weg, du bremst dann zu früh. Ja, der fährt tatsächlich momentan ein bisschen übervorsichtig, würde ich sagen. Während Soulcatcher direkt hinter Ghost Rider, da ist der sticht rein, oder? Ja, halb. Wollt dann auch nicht komplett committen, macht vielleicht ein Switchback von Soulcatcher jetzt außenrum beim Exit der Senna ist es. Und geht mit gefühlt gar keinem ERS auf diese Gerade, aber Ghost Rider used da nicht gegen. Wir haben Gelb, das ist, glaube ich, Groot. Ne, das ist Tony, der da im Senna S steht. Exit Turn 3. Gebrochen. Ferrari. Ja. Klauen, wer Ferrari fährt. Oh, und Masi scheint einen Querstelle zu haben. Der ist aus dem DS rausgeflogen gerade. Ja, haben wir den als nächstes der Nase. Wir haben immer noch Elite und auch Meta. Elite keine Chance mehr vorbeizukommen, irgendwie. Auch mit DAS. Ich glaube nicht so ganz. Nee, nicht ganz, ne. So falsch, als wenn sie Vollgas in Kurven geben. Okay, ja. Irgendwie. Das bricht das Windschatten. Das sind alles Sekunden, Tausendstel, die du verlierst. Ja. Da muss man jeden 10 Meter Windschatten mitnehmen eigentlich. Spät bremsen, dran ziehen. Aber ist halt sehr vorsichtig unterwegs. Also, wie gesagt. Weißt du, ob Martin jetzt eigentlich selber schaltet? Ja, macht er. Okay. Gut, der Rest hat sich ein bisschen getrennt auf Platz 5 bis 10. Ja, wir haben jetzt halt Marc Jäger, der hier einen kleinen Train anführt, also mit kleines Gut, ne? Bis nach hinten zu Ghost Rider, vielleicht sogar F-Kill. Das Benzinmäßig sieht es bei allen gut aus bis jetzt. Meta hat nicht underfueled. Fällt mir gerade auf. Ich glaub's nicht, dass ich den Tag noch erlebe. Währenddessen treffen die Führenden jetzt das erste Mal tatsächlich einen On-Track überrundeten, der nicht neben der Strecke steht. Macht aber gut. Ja, macht Tony super Platz. Also da kann man sich nicht beschweren, während Soulcatcher direkt an Marc Jäger dran war und sich anscheinend verbremst hat. Die reißen gerade auseinander. Ja. Red Bull auf Hard echt gut, ja. Also hat Dachi recht. Nick Knock over 5 hat vorhin Jäger überholt und ist vorbei. Uns weggezogen. Wir haben auch, glaube ich, den Overtake von Basti an Marc Jäger verpasst. Also die komplette Marc Jäger Soulcatcher Interaktion habe ich nicht drauf gehabt. Das tut mir leid. Noch F-Kill, der kommt auch nicht so ganz vorbei irgendwie. Nee, Soulcatcher scheint aber auch etwas hinter Ghost Rider momentan zu hängen. Geht sogar da was weg. Ja, Soulcatcher hängt da echt hinter Ghost Rider. Aber gut, passiert auch eine klassische Controllerstrecke in meinen Augen. Ja. Also würde mich nicht wundern, wenn die Macht morgen wieder gewinnt. Oder zumindest ordentlich gut dabei ist. Soulcatcher jetzt noch rüber gegen Ghost Rider, wenn er. Ist riskiert, ja, wollte machen. Ja, ja. Boah, drängt den da ab? Das muss nicht. Ui. Das muss nicht. Der hat den komplett aufs Gras gedrängt. So kann Ghost Rider natürlich nicht bremsen. Wartet da. Ja, macht er gut. Wartet da noch. Also, wenn das eine Anfrage gibt, da darf sich Soulcatcher nicht beschweren, wenn das eine Strafe gibt. Also, das musst du jetzt wirklich nicht sein. Ich schreibe es mir tatsächlich mal schnell auf. Warte kurz.
Ja, so ein Mittelding, so ein bisschen Kollision und Zug in Underbreaking, ein bisschen reingebremst in den, ja. Ist natürlich eine schwere Kurve, aber darf nicht passieren bei sowas. Ja. Vor allem Ghost Rider konnte nirgendwo hin. Also er war rechts neben dem Auto und der ist immer weiter nach rechts gezogen. Weht halt ein Das Querstair oder muss sowas, nun der hat wirklich schon nicht Plätze sein. verloren. Ja. Liegt jetzt am Basti dran. Ah, Sehr nah, jetzt am könnte jetzt Basti dran. reichen. Naja, der used nicht. Der used nicht. Also ich weiß auch nicht, was da der Verstehe Plan ich ist. nicht. Soulcatcher jetzt wieder hinter Markjäger. Die beiden hatten ja gerade schon irgendeinen Beef oder ein Battle, ich hab's nicht ganz mitbekommen. Soulcatcher mit viel weniger ERS. Ja, das reicht auch nicht. Reicht nicht. Oh, wir haben Madin, der in dem Senna ist Ghost Rider überholt. Ghost Rider, der da wieder anscheinend einen Fehler gemacht hat. War da sehr, sehr langsam. Fällt damit Wo ist auf jetzt? Platz 12. Masi übrigens wieder kurz. Ah, ist jetzt wieder drin im DRS von Platz 1. Und so Wo ist jetzt denn? langsam pitten aber, glaube ich, auch die ersten Medium-Fahrer gleich. Demnächst, ja. Sollte klappen. Ja, oh, Elite mit viel mehr ERS. Jetzt Huster. Smart wäre, wenn Basti jetzt einfach reingeht. Ja. Ah, Oder geht da Basti hat heute vorbei. einen guten Job gemacht. Ja, Gegen also den Rock Basti hat gehalten. da ziemlich gut verteidigt und ich finde, so ab Runde 13, 14 sind die Mediums auch einfach langsamer. Der erste, der jetzt reingeht, ist Marc Jäger und startet damit vermutlich eine Welle an Boxenstops. Basti spart auch In der schon nächsten sehr Runde. ab. Ja, Basti Kein wird wissen, Problem dass er mehr. da nichts gegen machen kann. Also der wird jetzt hoffentlich, ich fände es smart, wenn er jetzt in die Box geht. Das ist ja nur mein Gedanke so. Gut, hier liegt jetzt 4 Sekunden fast zurück. Könnte er mit dem Medium wieder rausfahren, aber Wagen Ja, baut wird schwer. trotzdem Und die Frage ist halt, unnötig. wenn er dann dran ist, Kommt er vorbei. kommt er vorbei oder sind seine Mediums dann schlechter als die Hards, die anderen dann am Ende haben werden? Also Basti hat für die beiden da vorne einen super Job gemacht, ohne dass er es tatsächlich für die beiden da vorne getan hat. Und wird jetzt vermutlich hoffen, dass er auf dem frischen, harten, wenn er dann irgendwann reingeht, wundert mich tatsächlich, dass jetzt alle noch nicht gehen. Vielleicht gehen die länger auf dem gelben, als sie auf dem harten dann fahren wollen. Vielleicht. Oh, Basti bremst leicht außen auf dem Gras an. Verliert deswegen ein bisschen Traktion beim Anbremsen, rutscht ihm das Heck passieren. Nach hinten hat er genug Luft, Ja. also er soll trotzdem dranbleiben bei Elite. Ja, Marc Jäger, der Erste, der jetzt in der Box planmäßig in der Box war, Gelb, scheint da na, jetzt Temperatur drin Soulcatcher. zu haben. Das ist Soulcatcher, der sich wegdreht. Ja, der scheint auch zu warten. Marc Jäger macht da anscheinend nichts. Ghost Rider geht jetzt auch planmäßig in die Box. Tic Tac Tony auch. Der merkt, er wäre von Marc Jäger überholt worden und geht rein. Die Frage ist jetzt für Masi. Denkt er sich, ich mache das, was Prince macht? Oder ich mache das Gegenteil? Ich würde einen Undercut probieren. Martin geht an Soulcatcher vorbei. Soulcatcher White in Turn 4. Ich würde als Masi jetzt reingehen, außer Elite geht rein, dann würde ich eine Runde mehr machen. Ja, wird genau das gleiche. Ja, bringt ihm Er halt fährt nichts. hinterher. Das ist halt sicher, ne? Das Auch ist. Basti Oh, geht rein. Basti fährt da eine ganz komische Linie gerade. Oh, Böse und Kurve auch, damit schnappe Hase. Elite auf 1. Ich wollte sagen, Ferrari überholt die da auch, aber der ist überrundet. Boxenausfall angucken. Ja, Masi und Prince direkt hintereinander. Eieiei, Leute hieß. Boah. Masi scheint sich da mehr zu trauen in der Boxenausfahrt als Prinz. Vielleicht führt das jetzt direkt zu einer Attacke. Das wäre jetzt ja mal mies lustig. In Kurve 4 direkt rein. Oh, das Ja, sieht er danach verliert. aus. Oh, Masi. Nee, macht er nicht, macht er nicht. Traut er sich auch den kalten Reifen noch nicht und ist auch sehr, sehr schlau. Hätte er machen können, in meinen Augen, aber gut. Ja. So ist sicher, ne? Hätte Fahrradkette, so. Das Rennen ist noch lang. Ich finde es unnötig, da jetzt schon reinzugehen. Er hat noch 18 Runden danach. Wir sind gerade bei der Hälfte.
Ich nehme gleich einfach Nasenspray. Ja, für die Action, für uns ist es natürlich cooler. Für ihn wäre es halt einfach nicht smart gewesen, finde ich. Billy jetzt dahinter, der wird auf den Reifen nicht lange mithalten können, sobald die beiden davor eben Temperatur drin haben. Und Marci kommt halt besser klar, es sieht aber, denke ich mal, ein bisschen als TK. Ja, schon. Aber ich bin so. Für uns die Topspeed natürlich gottlos, scheinbar. Oh! Billy greift da an, das ist komplett unnötig. Das finde ich auch. Also der ist auf 18 Runden alten Harten, der muss noch mal rein. Der kämpft da jetzt mit den Führenden. Alles klar. Oh, Fehler! F-Kill in der Boxenausfahrt! Das kann es ja wieder geben. Ja. Nein, das war doch nicht in der Boxenausfahrt, das war doch danach. Doch, Box. Hm? Nein, das war links, links danach. Gehen wir auf Martin drauf. Ja, ja. Aber wir hätten das gemacht. Außenkörb vielleicht? Ja, das ist jetzt natürlich super für Elite und Nicknock. Ne? Also Elite bleibt dadurch auf 1. Das ist wenn er jetzt reingeht. Auch Meta super. Also alle, die noch nicht in der Box waren auf dem Harten, die werden sich jetzt riesig freuen. Die überspringen nämlich diese komische Periode, wo der Medium keine Elite, Temperatur hat. Elite, schaust dir an, Elite, der bleibt auf 1. Und, ja, Meta Elite bleibt auf 1, Meta wird auch nicht so weit zurückfallen. Also ordentlich. Ja. Aber wollen wir F klein laden? Ja, machst du? Mach ich. Der wird gebrochen sein. Ja, ordentlich. Die Frage, sind alle noch im Fenster des nicht überrundet sein oder sind da ein paar überrundet? Es sind schon ein paar überrundet. Also wenn ich es gelappt, ich glaube auch Groot ist gelappt. Bei Soulcatcher bin ich mir nicht sicher. Mach mal schnell, Ich meine, Wendig hat sich zurück überrundet. Ja, sind alle zurück überrundet tatsächlich. Im Vergleich zum Führenden. Marci 5 Sekunden mit, ja, Prinz. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich jetzt. Und Soulcatcher einen Durchfahrtsstrafe. Jetzt geht's aber richtig auf dir. Das hat FK nur verursacht. Das moin, fragt mich tatsächlich, moin FK, wie man sich eine Durchfahrtsstrafe in der Safety Car holt, aber darum geht's nicht. FK, mein Junge. Ich wollte dich gerade zu einem Quali fragen, auch das wäre böse gewesen. Was ist passiert? Ja, einfach zu weit rausgekommen, auf Körb und dann. Ja. Abflug gemacht. Okay, passiert schnell. Brasilien einfach nicht deins, oder? Ach doch, eigentlich schon. Ich fahre die gerne und kann die auch eigentlich. Aber jetzt gerade irgendwie... Ein sudden loss of talent? Ja. Oh. Passiert den Besten, ne? Soll nicht sein heute. Ja. Abgeschlossen hat, ja. Hast das Auto abgestellt, kein Lust mehr gehabt. Aber du hast für super Action weg. Jetzt schon gesorgt. Also das Safety Car hat sehr geholfen, ich danke dir. Du bist vor dem Rennen zumindest Dritter in der WM gewesen. Ja, ändert sich jetzt? Vermutlich leider ja. Wie sieht's aus? Ist der Plan trotzdem noch die WM anzugreifen, trotz der ziemlich kurzen Saison jetzt? Oder ist eher... Schwierig. Guckst du eher, wie weit du kommst? Also Top 3 habe ich auf jeden Fall Bock. Das ist gut erreichbar. Ich glaube Weltmeisterschaft. Ich glaube, das holt sich der Prince wieder. Der fährt so konstant. Das ist ein guter Call, ja. Wo fahren wir nächste Woche? Julian, hast du das im Kopf? Leider. Aha. fährst du Controller oder Pad? FK. Controller, Controller Pad. Controller oder Pad? Controller oder Wheel, ist. Jungs, lasst mich, bitte. Ja, ich fahre mit dem Lenkrad. Okay, wieso magst du dann Brasilien? Weil die eigentlich echt geil ist. Nee. Nächste Woche Österreich. Siehst du dich da? Oder eher nicht? Ja, eigentlich schon. Das ist jetzt eigentlich immer gut. Rennsieg sehe ich da mit dir, hab ich gehört. Vielleicht ein Sprintrennen wieder mit Glück. Aber mehr oder nicht. Das ist die falsche Einstellung. Ach, wir haben auch Sprint drin auch noch, oder was? Was? Ah, nee. Oder? X.
X. Ich bin schon so verkalkt mit österreichischen Sprintrennen, das denke ich jetzt nochmal wieder Sprint. Nee. Ja. Haben wir jetzt einen Sprint oder nicht nächste Woche? Nee, haben wir nicht, nein. Ach, danke. Ja, Scheiße. Nee, zum Glück. Ja, dann muss es im Rennen sein. Nee, ich glaube an dich. Egal. Bis jetzt eine super starke Saison. Ich glaube an dich, dass du das auch weitermachst. Komm, einrennen. Lass dich jetzt bitte nicht runterziehen, nicht ins Loch bewegen lassen. Ach, glaub mir. Alles gut. Passiert. Perfekt. Sonst kriegst du nämlich eine BMG-Lukas-Saison. Und glaub mir, das will keiner. Damit, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, eine schöne Restwoche. Jo. Wir hören uns bestimmt nächste Woche im Siegesinterview. Ja, hoffentlich. Nicht hoffentlich, bestimmt. Und damit? Alles klar. Bis nächste Woche. Macht's gut. Jo, ciao. Ciao. Ja, wir müssen noch anmerken, dass Wendig doch über. Oh, und Soulcatcher haut sich den Flügel in der Box auf. Oh, hi. Macht er clever. Okay. Ja, beide überrundet. Das heißt, sie sind aus dem Rennen. Wendig ist überrundet? Ah ja, ja, ja. Ist jetzt gerade das. Trotzdem mitfahren, die Runden mitnehmen für die Erfahrung. Ja, also für, zumindest für Wendig. Also der ist ja schlau genug. Der wird gleich vermutlich beim Restart an die Seite fahren und alle durchlassen. Richtig. Und dann einfach die Runden mitnehmen für die Experience. Das ist das Wichtigste auf Lenkrad. Dass du einfach diese Erfahrung mitnimmst. Man kann ja froh sein, dass er eine 2 fertig ist, eine 1 für das Switchen jetzt. Ja. Na gut, jetzt ist der Restart erstmal da. Ja, und Masi übrigens auf die 11 gerutscht mit, ja, hat sich das Rennen selber versaut scheinbar. Ja. Sehr unglücklich. Meta jetzt auf 4 scheint da ums Podium mitkämpfen zu können, würde ich jetzt mal sagen, durch Prince auf dem Harten. Und ich sag jetzt einfach mal, dass ich Meta stärker einschätze als Nicknock. Währenddessen geht Prince aufs Gas. Direkt dahinter hat das Elite nicht super mitbekommen. Da sind welche Side by Side. Unfall, ja. Wendig hat zu früh Platz gemacht und dadurch muss er stehen. Da freue ich mich drauf, wenn ich das bearbeiten darf morgen. So. Oh Gott. Macht ihn Wendig? Ja, der muss vorbeigehen wegen der scheiß Anzeige. Ah. Das ist halt kein Hit. Jetzt werden die da, denke ich mal, vorne noch Zeitstrafen bekommen. Also, mal gucken, was jetzt Prince. Hä, was war mit meiner Nase gerade los? Warte kurz. Oh, Masi war mit betroffen, der ist jetzt komplett raus. Ja, auf 9. Aber nur jetzt liegt's an Prince. Mal gucken, was er da hinkriegt. Ich glaube schon, dass das ganz gut wird, also. Ja, jetzt natürlich Elite im Zugzwang, der muss jetzt vorbei, sonst bringen dem die Gelben nichts, ne? Ja. Du musst jetzt auch leider schon. Oh, ne, viel zu früh, viel zu viel, ganze gerade ARS. Alles verballert für nichts. Ja. Sieht man auch sehr nervös aus. Meta hat übrigens auch an, Billy hat eigentlich die Position verloren, während Basti da wide geht und deswegen auch die Position an Madin verliert. Madin, der sich da von seinem frühen Spin jetzt doch gut erholt hat, natürlich auch mit Hilfe des Safety Cars, aber trotzdem, der macht's stark. Na, Elite ist sehr nervös gerade, glaube ich. Ja, die kämpft um Rennsieg, also wer da nicht nervös ist, der gehört in die 1. Du wirst in der 1 niemals nervös sein. In der 1 darfst du nicht nervös sein, Mann. Kommst du eh nicht hin. Ey. Musst du jetzt nicht sein. Bodenlos. Ich komm auch nicht hin. Aber ich weiß noch, Anfang letzte Saison, als ich dachte, dass Leon und André einen schönen Kampf haben werden, dann hat André das erste Rennen mit bestritten und hat. Ich glaube, der hat jedes bis auf ein Rennen, das er mitgefahren hat, hat er gewonnen. Der hatte ganz lange als durchschnittliche Rennpunktzahl 27 Punkte. Geil. Obwohl man nur 26 kriegen kann. Wegen dem einen Sprintrennen. Oh, Elite! Ja, kriegt da 3 Sekunden. Die sind.
Na, weiß nicht. Kann er abziehen lassen, glaube ich sogar. Verstehe ich nicht. Prince hat ihn da nach innen weggedrängt. Ja, dennoch, da musst du dann mit dem nach außen gehen und trotzdem drin bleiben, sonst bringt dir das einfach nichts, das ganze User. Ja, er hätte einfach sich reinbremsen müssen. Richtig. Wenn dich 5 Sekunden ignorieren, blauer Flaggen. Ja, der hat da 2 Autos hinter sich, die meiner Meinung nach weit genug hinten waren, aber anscheinend fürs Spiel nicht. Und Elite, der ist da jetzt vermutlich schon ein bisschen genervt auch von Prince, aber er hat diese Aggressivität nicht am richtigen Zeitpunkt, weißt du, was ich meine? Ja, der zieht auch viel zu stark zurück. Also ja, das meine ich ja. Da fehlt ihm dieser Killerinstinkt, fehlt ihm da, finde ich, stand jetzt noch. So wird's ja, und fängt er jetzt auch wieder viel zu früh an zu usen. Der ERS macht ihm jetzt schon schlapp, der hat 0%. Das ist zu früh. Der Pace ist da und jetzt ist halt, ne. Ja, er täuscht auch immer an, dass er sich reinbremst, nur um es dann nicht zu tun. Basti geht an Martin zurück vorbei, in die erste Kurve rein, fährt dabei die schnellste Runde. Jetzt Prince die schnell. Prince einfach zu schnell. Ja, und Prince hat ERS jetzt auch. ERS, ne? Martin macht's nicht. Geht er nicht an Basti vorbei? Und Dacia hat's vorhin geschrieben, der Red Bull, Nick Nock, der hält sich da aus allem raus und ist auf 3. Der fährt sein Ding. Auf 2. Tic-Tac Tony an Elite. Ghost Rider vorbei! Tic-Tac Tony, Fehler! Hat er, glaube ich, auf dem Rasen angebremst oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Und hat sich dann weggespinnt. Elite hat tatsächlich jetzt ein bisschen ERS. Er darf nicht sofort usen. Macht er nicht. Prince schon. Ja, so langsam sollte Elite allerdings. Ich würde gar nicht, ich würde mich nur ransaugen. Und ja, Nick Nock geht vorbei. Hat er nicht mitgerechnet, der Elite, jetzt. Ja. Oh, und da bremst er dann spät. Also beim er kann ja anscheinend spät bremsen. Beim Verteidigen kriegt er es hin. Oh, aber wunderschön von Nick Nock. Also das muss man auch einfach mal kurz ansprechen. Das war ein wunderschönes Übermanöver von ihm. Boah, sauber gemacht. Und ist damit jetzt aber 2. Auch Billy jetzt dran. Das ist nicht gut für Elite gerade. Ja, Marc Jäger direkt hinter Basti dran. Basti gerade an Marc Jäger vorbeigezogen. Haben wir anscheinend verpasst durch den Overtake von Nick Nock. Ja, Basti aber auch schon bei 10%, blinkt auch schon. Ja, und jetzt, da ist halt die Frage, was machen die Mercedes? Ich glaube, dass die beiden Team Orders machen würden, wenn sie nicht in einem Train wären. Man muss gerade echt sagen, dass Nick Nock gerade richtig Pace hat. Dem gefallen ihm jemand richtig. Nick Nock sagt, er hätte nicht. Dachi meint, dass Nick Nock gesagt hat, er hätte nicht geübt. Ja, das glaube ich ihm nicht ganz. Jetzt hat er zu früh geused, merken sie noch nicht. Ja, zu früh muss er nicht geused haben. Er kann sich da jetzt reinbremsen. Pass auf den Rasen auf. Boah, macht aber wirklich. Ja, Prince gut gemacht. Fehler, Nick Nock. Nein, das ist der Flügel. Und das waren auch die Chancen auf den Rennsieg für Red Bull. Und. Oh, ich will gar nicht wissen, wie sehr sich Dachi jetzt ärgert. Da hat er zu viel gewollt. Da hätte er einfach hinten dran bleiben müssen auf der nächsten Wahl, ne? Ja. Egal, jetzt kann er zu dem Spin sagen, dass er ja von Anfang an angekündigt hat, dass er nicht geübt hat. Das schmerzt jetzt. Es ist natürlich für die da vorne super, die können jetzt ihr ERS aufladen. Dachi schreibt, ups, schade. Ja. Immer wenn ich Druck passieren solche Sachen. Dass sie sich entscheiden können, wer geht aufs Podium. Ja. Wie gesagt, clever wäre gewesen und ja, Durchfahrtsstrafe. Durchfahrtsstrafe. Ghost Rider, hat er nicht gerade schon hinter normalen Safety Car eine bekommen? Yes, das war Catcher. Und noch eine Durchfahrtsstrafe. Achten der Mann. Der bettelt sich mit Wendig. Elite geht an Prince vorbei. Hä? Oh, ich hab gar nicht mitbekommen, dass es aufhört. Wir haben die Benachrichtigung nicht bekommen und Prince hat einen Perez in Frankreich gemacht. Aber gut, Prince kann auch scheißegal sein. Mit den 6 Sekunden wird ich arm, wobei ich rausfahren. Ja, und er hat jetzt auch noch Billy direkt hinter sich.
der da direkt hinterher vorbeigehen will. Die beiden Williams wollen da auf 1 und 2. Bremst aber spät rein. Hat Prince super gemacht. Also das war super verteidigt von ihm. Außenrum auf einem langsameren Reifen. Schock. Den Wolke ignorieren wir. Ja, und Elite zieht gerade weg. Also, wir können schon. Ja, also, ja, der ist auf einem viel besseren Reifen. Hat halt nur noch 7 Runden Zeit, um noch weitere 4,5 Sekunden wegzufahren. Und ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen zu wenig. Ja. Er muss jetzt halt darauf hoffen, dass Billy da weiterhin Stress macht. Auch Meta hält sich da jetzt gut dran. Billy mit einem kleinen Fehler aus der letzten Kurve raus. Vielleicht kann Meta darauf jetzt antworten. Der hat nämlich 80% ERS. Und der used nicht Meta, meine Fresse. Use doch bitte einmal in deinem Leben. Billy jetzt gegen Prince. Ja. Prince blinkt. Oh. Ja. Na, Prince macht das super. Also der drängt die immer nicht illegal ab. Er drängt die ab, dass sie genug Platz haben, aber halt so in einen Winkel, dass sie nicht gut vorbeikommen. Gelb, Soulcatcher und... Ja, das ist mir gerade, es tut mir leid, ziemlich egal, was mit dem Ferrari da hinten passiert, denn Billy ist vorbei. Und ich sag mal so, ein richtiger Teammate, der bremst jetzt Prince sowas von hart ein, dass Elite... Ja, Meta sieht, dass beide vor ihm blinken oder sieht, dass er selber auch noch 83% hat. Auch Basti kommt da jetzt gut dran, aber der blickt auch fast. Also, Nick Knock übrigens jetzt auf dem Roten. Der will die DHL haben, der Mann. Ah, wäre da vorne nicht so viel los, würde ich auch gerne einfach wendig mal Screentime geben. Mercedes for the win, schreibt Domi. Es ist möglich. Es ist tatsächlich möglich. Es ist nicht einfach für Meta. Es wäre möglich, aber dafür müsste er ERS usen. Basti, ich weiß, du hast immer eine Stream im Hintergrund laufen. Sag deinem Teamkollegen, er soll ERS usen. Es ist doch bodenlos. Die vor ihm haben 13 und 20% der Senna SS. Und der Mann hat 90. Und Billy hat 3 Sekunden. Das ist, ja. Oh, und damit muss Meta an Prince vorbei. Und halt hoffen, dass Billy das jetzt nicht als Ding sieht, um erst recht nicht zu kämpfen. Domi schreibt, come on, Meta. Der freut sich auch über die Strafe. Ich glaube, Prince hat einfach gesagt, gerade ich lasse vorbei, weil wir Stress im Heckflügel machen. Nick Knock geht an Masi vorbei in der ersten Kurve, aber es ist gerade tatsächlich alles ein bisschen irrelevant. Wir haben hier einen Kampf um den Sieg und das nur noch 5 Runden vor Schluss. Meta ist gut an Prince dran. Junge, Meta, du hast 100%! Danke! Ja, weiter, Meta! Geh in den Windschatten! Nee, viel zu viel. Ja, mach da außen. Oh, oder? Ja. Jetzt aber. Am 6. Gang, nee, viel zu hoch. Das, ja, muss einen 5. mindestens für gehen eigentlich. Könnt ihr schauen, okay, wie viele Warnings Prince und Meta haben? Ja, natürlich doch. Ah, ich mache aber selber, wo ich Streamer bin. Haha, Prince tatsächlich keine. Und Meta mit 2. Hi. Das war richtig eng hier zwischen den beiden. Meta! Oh! Jetzt nimmt er sich ja Stellen raus, die nicht so, ja. Ja, hat vermutlich mehr einen geraden Setup als einen Kurven. Andersrum, mehr ein Kurven-Setup als einen geraden Setup. Und muss dann an den Kurven auch vorbei. All das führt halt dazu, dass Billy wegkommt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was beide wollen. Also, die kämpfen da ja nicht, wie gesagt, nicht um den dritten Platz. Die kämpfen um einen möglichen Rennsieg durch die Zeitstrafen. Prince hat kein ERS mehr, der ist auf 5%. Wo fährt Meta lang? So kommst du nicht vorbei, Bro. Der Mann fährt eine Linie, als würde er gerade eine Hotlap anfangen. Auch aus den Kurven kommt da selbst raus, was einfach diese ja. Momentum wegmacht, ne? Er shortshiftet immer einen Gang zu hoch. Also ich finde, im 5. aus dem Senna ist es... Ja, aber nicht hingeshortshiftet. Ja.
Du kannst nicht bei 150 im fünften sein, da stimmt was nicht. Aber Kurt Kurs hat Meter gemacht, sieht man. Nick Nock mit der DHL. Du musst jetzt auch vorbeigehen. Aber ja, man muss aber auch tatsächlich einfach Prinz mal loben, was der da auf einem langsameren Reifen mit gefühlt keinem RS. Konstant macht Fehler bei Billy. Und das ist jetzt natürlich super für Prinz. Der hat jetzt wieder DRS und einen guten Windschatten. Die Elite muss jetzt Gas geben. Ja. Drei Runden. Runde, ja, die 6 Sekunden schafft er nicht. Also die 6 Sekunden, die schafft er nicht. Basti ist direkt am Meter dran. Wie viele Sekunden hat Elite und Billy? 6 und 3 jeweils. Also Elite 6, Billy 3. Elite stand jetzt auf der 5 und ja, Billy auf der 4. Ja. Andersrum. Meine ich ja. Mal gucken, wie viele Strafen es morgen geben wird, schreibt Skiller Hero. Ja, wird interessant auf jeden Fall. Da ist Gelb, das ist wendig. Ohne Flügel jetzt unterwegs. Ja, Meter. Oh, fährt da fast Prinz drauf. Geht aufs Gras. Eieiei. Oh, dreht sich fast in Basti rein. Damit Basti stand jetzt, aber 4. Ich rede nie wieder über Basti, wirklich. Nein. Meter ist weg. Nein, Basti ist Basti. Weg. Ich hab's vor dem Rennen gesagt, dass ich nie wieder was über Basti sage. Es ist schon wieder passiert. Ja, wieder ein Pion weggeworfen. Ich sag, Basti stand jetzt auf 4 und er spinnt sich, Mann. Lied hat einmal 3 Sekunden wegen dem Zweikampf mit Prinz bekommen. Kann er das nicht einschicken? Nein. Nochmal? Ja, Elite hat einmal in einem Zweikampf 3 Sekunden bekommen, aber wenn er off-track geht, ist er ja off-track. Also er kann es probieren. Wenn er gepusht wird, ja, aber... Ja, wenn er off-track gepusht wurde, klar. Also wenn man sich unsicher ist, ob man eine Strafe einschicken kann, schick einfach lieber ein. Weil wenn du sie nicht einschickst, hast du sie auf jeden Fall. Und wenn du sie einschickst, gibt's noch eine Chance, dass du sie abgezogen kriegst. Ja. Ja, Domi und Skiller Hero verzweifeln ein bisschen an DJ Miliani. Wendig, 5 Sekunden. Digga, was ist mit meiner Stimme los? Sorry, Jungs. Corona, Morona. Oh, ich hab die Maske vergessen. Bitte? Hab ich die Maske vergessen. Ja, du willst nur krankgeschrieben werden für die Arbeit. Finde ich schon, die Folge. Ja. Junge, ich habe meinen Corona-Test am Montag eingeschickt, also legit gestern. Yo, guck mal hier, ich habe Corona. Ja, ich bin bis nächsten Donnerstag krankgeschrieben laut der Schule. Ich kann mich eigentlich ab morgen freitesten, aber... Tja. Nö. Ja, und Elite, wenn er ein bisschen stiller fährt, könnte er doch mal P3 verteidigen. Ja. Drei Zügel gerade, halb fehlen. Es ist auch richtig close da zwischen Meta und Billy im Fernkampf. Na, Bendik hat überlegt, ob man die schnellste Runde nicht holt auf den Soften, aber vergesst, dass er in Runde war. Was wird dem Besten? Meta muss das Brot nach Hause bringen, schreibt Domi. Ich gehe extra jetzt nicht drauf. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwie nochmal jinxe. Aber... Bodenlos, Lukas, geh mal wieder rein in die Schule. Tobi, geh erstmal wieder rein in Liga 2 und dann redest du wieder mit mir. Wir gehen auf Elite, der fährt jetzt durch die letzte Kurve, bis auf seine 2 Strafen ein souveränes Rennen gefahren. Klar, man kann sagen, er hat Glück mit dem Safety Car gehabt, aber das ist Racing, das gehört dazu. Super Pace, super da vorne weggefahren. Geht als erster über die Linie, das bleibt leider nicht. Sein Teamkollege wird vor ihm gehen. Billy geht auf die 1, Stand jetzt. Prince gewinnt das Rennen und Meta auf 2. Bam! Martin auf 5. Dahinter Marc Jäger auf 6. Basti kommt gleich auf 7. Yu-Gi-Oh! Schreibt, wird gemacht, Chef. Basti auf 7 übers Ziel. Er hatte ganz lange die Chance, eine halbe Runde die Chance, Zweiter zu werden. Hat's gebinnt. Mercedes, Junge, schreibt Domi. Dann haben wir Tony auf 8, gefolgt von Nick Nock. Und damit geht Nick Nock auch auf die 8, weil Tony 3 Sekunden hat. Masi holt sich das letzte Pünktchen nach einem sehr starken Rennen für ihn, aber
Ja. Herr Elite, einreichen. Und nicht direkt nach dem Rennen was schreiben, das ist nie schlau. Entspannt euch lieber ein bisschen. Also direkt nach dem Rennen niemals, niemals, niemals was schreiben. Also klar, wir verbieten es nicht, so ist nicht, ne? Wir sind nicht solche, aber. Wir schalten hier keine Kanäle stumm bis morgen mit der Begründung, die erst morgen folgt. Nee, bin nicht sauer, schreibt er, okay. Einfach als, ja, wie soll man sagen, Fahrer des Tages mal den Rennen nehmen. Ja. Lädst du ein? Ja, ich setze dich gerade bequemer hin, als so wie ich gerade sitze. Mach das. Ich übernehme übrigens unseren guten alten Meter und den Fahrer des Tages. Das, also, klar. Auf die call ich jetzt schon Dips. Den Babys. Eins war Prinzi. Also wir haben Prinz, Madin, Basti und Billy. Genau. Das ist unser Rennergebnis. Wir haben Prinz vor Meta, vor Billy, vor Elite. Also wirklich, Billy und Elite zwar nur Dritter und Vierter, aber super Ergebnis für Team Williams und super Rennen auch von den beiden. Also aber auch von Meta, ne? Von 10 auf 2. Danach Madin auch von 12 auf 5. Wie auch immer das Fahrer des Tages ist und nicht das, was Meta erreicht hat. Aber ey, nehmen wir mit. Gefolgt von Marc Jäger, Basti mit einem unglücklichen Fehler, Nick Nock mit der DHL nochmal am Ende. Ja, gut, Bonek hat einfach die Party verlassen, statt Leute hinzuzufügen. Chillig. Dann Marzi, Tony, Ghost Rider, Groot, Soulcatcher, Wendig, F-Kill. Also stark, F-Kill mit dem DNF. Was war denn da los? Ja, auf seine neue Party erstellt mit den anderen Jungs. Also, oh, ist der dämlich. Jetzt gehen sie alle in die andere Party rein, Alter, ich glaub's nicht. Ja, dann geh du da auch rein, dann lad mich einfach ein. Machen wir so. Er ist der dämlich. Hey. Die Menschheit. So, Leute, wir bitten kurz warten wegen technischer Schwierigkeiten. So. Ich geh mal kurz rüber. So. Haben wir die technischen Schwierigkeiten auch gelöst? Wir hängen noch in der Lobby, weil irgendwer nicht bereit drückt. Egal, wir fangen an. Ist UPRL. Name ist unerklärbar in der Party. Ja, ist er. Meta. Mit dir fange ich nicht an. Stimmt, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht. Ja, moin Meta. Mit Martin fangen wir an. Der ist Fahrer des Tages geworden. So rum. Wo ist er? Du bist dein. So. Martin. Super Rennen. Muss ich auch einfach mal sagen. Von 12 auf 5. Nee, überhaupt nicht. Ich doch. Hätte die beiden Williams super so easy kriegen können. Aber hätte die Fahrradkette. Martin. Ja. Fünfter Platz. Super. Quali auf dem 12. gelandet. Runde nicht hinbekommen oder Quali-Pace einfach hier nicht ganz da? Was war ja mega knapp. Nicht da. Noch nie. Also ich bin jetzt, also ich glaube, das kann Bonic, als auch ich glaube Prince, aus der jetzt gerade erst reinkommt, aber auch die hier Meta aus der letzten Season bestätigen. Also Quali-Pace hatte ich noch nie. Meine Stärke sind die Rennpace. Ja, und da habe ich halt genau das gemacht, was ich halt mir eigentlich diese Saison vorgenommen habe abzustellen, nämlich einen Fehler. Ja, du hast einen Spin drin. Trotzdem gut auch aber natürlich. Ich muss dir sagen, ich bin zufrieden mit meiner Zeit. Also, ja? Wenn man sich mal die Enge des Feldes anguckt, dass Platz 1 bis 12 innerhalb von 8 von 7 Zehnteln waren, das ist belastend. Ja, also das hatten wir ja, das haben wir im Stream auch gesagt, das war mega knapp, also da ist auch ein 12. nicht so, nicht so schlimm, wollte ich sagen, ist nicht schlimm. Ja, deswegen. Also, auch im Rennen, ich finde, du hast eine super, super Rennpace, da kannst du dir vielleicht, auch mal mit kurz durchnehmen, du hast einen Spin drin, aber, sonst hast du dich eigentlich ziemlich gut geschlagen, oder?
Ja, ich muss aber sagen, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wieso der überhaupt gekommen ist. Das war einfach total random. Das Hack kam einfach. Ich habe nichts anderes gemacht als vorher. Da musst du mir nicht erzählen, du. Ja, und habe dann halt, aber ich habe halt von Anfang an davon profitiert, dass diese ganzen Rammeleien da vorne oder sich die Leute sich alle weggedreht haben, angefangen mit Soulcatcher, glaube ich, der ist als erster erwischt hat. Also von sich alleine gedreht. Ich glaube, in Turn 1 und 2 haben sich ja schon, ich glaube, Bendik und noch irgendwer weggehauen. Ja. Ja, aber dann von profitiert, dass sich alle entweder wie Tic-Tac-Tony hinter mir plötzlich einfach weggespinnt haben. Ja, dann habe ich es halt selbst erwischt und ja, und dann hatte ich halt den Vorteil, dass ich mit den Harten halt länger fahren konnte und dass die halt extrem gut gehalten haben. Und wie gesagt, mit der Renn- und die Rennpace, mit der war ich diese, also jetzt auch im Training, äußerst zufrieden. Hätte mir nur gewünscht, dass mein Teamkollege jetzt auch noch da gewesen wäre. Teamkollege kommt nächstes Mal wieder. Was ist da passiert? Der konnte keine nicht, Ahnung, ne? Hat sich einfach nicht gemeldet. Ich habe gar keine Ahnung, was dabei war. Der ist gar nicht erst gekommen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendein Notfall, wer weiß. Ist auch egal. Ja. Am Ende des Tages, wenn es ein Notfall ist, ist das reale Leben natürlich klar. Das ja auf jeden Fall. Aber ja, ist ja egal. Wird's nächste klären. Woche dann... Ja. Du sagst es schon. Nächste Woche Österreich. Ich hasse diese Strecke. Danke, endlich einer mit Geschmack. Ja, das Problem ist einfach, an sich die Strecke ist geil. Nur Rennen drauf zu fahren, gerade in so einem engen Liga 2 Feld wie hier, ist halt des Todes anstrengend. Es macht einfach keinen Spaß. Noch dazu die Dirty Air und die random Traktionsverluste dieses Spiel. Ja, gerade diese hohen Cups, da die dann noch Welches Spiel Turn war das? Welches Spiel war das, wo man so richtig geil über den Innencurb drüber brettern konnte? 2020 war das, ne? 21. 21 auch? Ja, 21. Ich konnte da auch noch drüber fahren. Geil. Habe ich nicht gemacht, deswegen war es so langsam da bestimmt. Ja, was erhoffst du dir für Österreich? Ist das eine Strecke, du magst sie nicht wirklich, aber du bist trotzdem gut? Oder weißt du es einfach nicht? Keine Ahnung. Also ich denke mal, Colli wird wieder die gleiche Position sein, so Mittelfeld, etwas weiter hinten und dann gucken, was im Rennen geht, ne? Ja. Aber ich meine, mein Ziel sind und bleibt einfach, gerade bei der Leistungsdichte, gerade wenn du so krasse Typen wie Prince und Meta da vorne hast, noch die jetzt auch in Fahrt, die auch in wie Meta, der jetzt in Fahrt kommt. Und Basti, wenn er es mal überlebt, Mann. Ja, ich habe so gelitten mit dem dann, ne? Das ist, also ich hab gefeiert, dass ich die Position dann gewonnen habe, aber ich habe so gelitten, der hat so, Ich spreche Basti nie wieder im Stream an. Das letzte Mal, als ich gemacht habe, hat er sich in Österreich aus dem Podium rausgedreht und jetzt gerade eben wieder, ich sage, oh, Basti jetzt gerade auf 4 und legit eine Sekunde später. So was darfst du nicht machen. Ja. Kommentatorenfluch. Ja, ja. Ich spreche aus Erfahrung. Okay, also ich hätte keine weiteren Fragen. Ich weiß nicht, wie es mit meinem geschätzten Co-Kommentator aussieht. Nee. Perfekt, dann. Also für mich nochmal GG, also wie gesagt, an die da vorne. Wer war jetzt vorne? Wer ist Platz 3 jetzt gewesen? Billy. Hier? Billy? Ja, Billy. GG an Billy, Meta und Prince, also krasse Pace. Ich habe mir mehr erhofft, ohne den Dreher, ohne Scheiß, Billy. Ich wär bei euch gewesen. Also, egal. GG nochmal zurück. Ja, auf jeden Fall. GG zurück. Vielen Dank. Gut, ich wünsche euch was. Ne? Ja, dann bis nächste Woche. Wir hören uns vielleicht morgen im DNF-Interview. Jo. Ich bin nicht dran. Ich schon. Ciao. 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 So, Julian, Ciao. Du machst schnell Billy. Ich muss nämlich Billy ganz kurz. Da? Ach, egal, dann mach ich schnell Meta. Das heißt, Meta! Großer. Na, Burns. Wie geht's dir? Ah, muss er, ne? So, bevor wir zum Renngeschehen kommen, magst du uns kurz deinen Namen erklären? Ah, UPL wegen UPL. Duckworth ist ein Rapper und 44 wegen Hamilton. Okay, Julian hat's gecallt. Ich war mir nicht ganz sicher. Okay, Stark. Dann kommen wir zum Rennen. Also erstmal zu Quali. Quali auf Platz 10. Du hast die letzte Runde nicht hinbekommen. Ja, das war Dogshit. Also einfach, die Pace wäre da gewesen, aber einfach die Runde nicht gesetzt gekriegt.
Ja, die ersten drei Runs königlich verkackt und dann dachte ich, bin clever und verbrenne Benzin im dritten Gang. Und dann sehe ich so, statt Ziel A, 81 Grad auf den Reifen, das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Und, ja. 81, das ist ja nix. Einfach verhauen, war dumm. Okay, dann aber am Rennen wieder gut gemacht, also... Ja, nimm es mir nicht übel. Ich habe nicht viel Details deines Rennens im Kopf. Du bist eigentlich ziemlich ohne viel da durchgekommen, ne? Du hast dich eigentlich rausgehalten und hast überholt. Ja, am Anfang war halt ein bisschen... Also es war Vogelwild hinten. Also andauernd jemand gedreht oder eine Kollision. Weil ich mich raushalten kann, aber du verlierst halt sehr viel Zeit, wenn du ausweichst. Habe ich das schon abgeschrieben, obwohl die Pace, also Race Pace war gut auf den Hard. Und dann hatte ich halt sehr viel... Also ich habe mich da nochmal gedreht. Auf sehr dumm, also fast. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich glaube, ja. Also diese eine schnelle Kurve, da habe ich eigentlich gutes Gefühl gehabt, aber einmal einfach verloren so. Und ja, dann hatte ich trotzdem vernünftig noch zurückgeholt. Aber sehr viel Luck dann auf einmal mit dem Safety Car. Hatte ich halt die Grad des Mediums. Und ja, dann hat mich, glaube ich, Billy beim Restart überholt. Das war halt, ja, also, da haben wir, glaube ich, nicht ganz die Möglichkeiten genutzt. Also sicherlich habe ich da auch Fehler gemacht, aber irgendwie war das vorne so vorgewillt, immer jeder hat mit jedem gefightet und im Endeffekt haben wir uns manchmal ein bisschen Zeit gekostet, hatte ich den Eindruck, also ich will niemandem zu nahe treten, aber halt manche hatten Strafen, manche hatten andere Reifen und ich glaube... Ich bin da ein bisschen an dir tatsächlich verzweifelt. Ja, als du hinter Prince warst. Ja, Prince hat das gut gemacht. Ja, aber du hast nicht geused. Du hast halt die ganze Zeit nicht geused und dann als du geused hast, bist du so eine komische Linie auf Start-Ziel gefahren, dass du nicht vorbeikamst. Ich glaube, hätte nicht ganz gereicht, aber habe ich auch echt gemacht. Einmal. Danach habe ich noch mal kurz gespart. Ich glaube, dann wollte ich mit Basti ein bisschen vorbei. Wir haben gedacht, vielleicht geht's gemeinsam. Nur wieder gescheitert. Und ja, habe ich es nochmal einmal versucht, weil ich dachte, er hat gefühlt 0-0er Flügel und Sarko kam auch irgendwie nicht aus dem DRS, nachdem er ein bisschen sich durchgekämpft hat, nach dem Berg reinzustechen, weil da war ich irgendwie ein bisschen schneller. Aber ja, also er hat sehr fair Platz gelassen, Prinz, das war schon gut, weil das war schon sehr aggressiv, aber ich dachte mir, ich muss auch mal anders was probieren, denn auf der Geraden ging es nicht. Und ja. Weißt du nix. Trotzdem am Ende auf 2 gelandet. Stand jetzt. Also. War unglücklich mit Basti natürlich. Ach ja, wirklich. Ich spreche dich nicht wieder an. Ich mach's einfach nicht. Ich ignoriere ihn jetzt einfach nie im Stream. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, muss ich sagen, wegen. Danach war ja noch so eine Sache. Da war ich hinter Prinz. Er hat danach draus gelernt und die Tür weiter zugemacht. Und ich war dann so dumm in der Dirty Air. Bin weit gegangen, außen kein Grip gedreht, also halb gedreht und ja, Bastian habe ich dann noch. Ja, da waren wir drauf. Ja, und vielleicht hat ihn das auch ein bisschen mit abgelenkt, weiß man ja nicht. Ja. Julian, magst du schnell Billy einladen? Hier im Chat steht, du hast ihn nicht eingeladen, deswegen ist er auch nicht da. Meta, nächste Woche Österreich. Also ich war meistens okayisch auf der Strecke, aber es ist jetzt nicht so meine Hauptstrecke. Also ich mag jetzt nicht unbedingt vom Flair vielleicht gut, aber die Sache halt mit den Curbs, so bin ich generell kein Fan von, wenn man so komplett über die Curbs jeeten muss und so cutten muss. Und ja, also ich versuche einfach so solide 5, also Top 5 oder Top 6. Das ist ein gutes Ziel, ich finde das ist ein realistisches Ziel. Ich habe keine weiteren Fragen. Billy kann nicht eingeladen werden wegen den Einstellungen. Ja, F. Julian, du Fragen an Meta? Nö, nächstes Mal nur mehr ERS usen und mal attackieren. Früher attackieren, haben wir so. Ja, sonst. Wurde ein bisschen sparen und dann habe ich es zum falschen Zeitpunkt, glaube ich, immer eingesetzt. Aber ja, generell noch vieles zu lernen.
Aber einmal noch zu deinem Move. Das war eigentlich strategisch mega klug, ne? Also ich hatte ein bisschen Angst, dass wir uns berühren, aber ich finde ich gut, dass ich genügend Platz gelassen habe, so. Aber ich wäre fast aus dem DRS rausgefallen. Das wäre echt eigentlich ein starker Move, so. Aber Ich dann hat dachte, Dings einen Fehler gemacht, dann war ich wieder drin. ja, das hat mich auch ein bisschen zur Weißglut getrieben. Erst hat er, glaube ich, dich mit allen Mitteln überholt. Also es war natürlich auch sinnvoll, weil er die Reifen Ja, safe. hatte. Und dann hat er halt kein ERS mehr und du bliebst die ganze Zeit im DRS, was du super schlau gemacht hast. Und so kamen wir nicht weiter. Er hat auch Das direkt nach war der so. ersten Kurve, wo er mich überholt hat, eine 3 Sekunden Zeitstrafe sich geholt. Also, das war echt lucky. Aus meiner Sicht so. Und dass ich dann drin bleiben konnte, auch auf jeden Fall. Julian, ich übergebe dir mal das letzte Interview. Ich muss ganz schnell was erledigen. Du Paxert. Also, GG und danke fürs Kommentieren. Hau Dankeschön. rein. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Jo. Lass mir das fertig. Jetzt kommt noch der gute Prinz, der Weltmeister. Glückwunsch zu Yes. 1. Für 1. Dankeschön. Ja, Danke, danke. Quali warst du, glaube ich, dominant unterwegs gewesen. P1 gewesen und Start hast du dann irgendwie nicht getroffen. Kann das sein? Also ja, Quali, war ich mega glücklich damit, dass ich mal Pole geholt habe. Habe ich nämlich noch gar nicht geholt. Also das war auf jeden Fall eine positive Überraschung, dass ich es mal zusammenbekommen habe. So. So krank dumm, also so weit vorne war ich, glaube ich, aber nicht, ein Zehntel oder so. Aber die Runde war auf jeden Fall stabil. Bin ich zufrieden mit. Ich habe im letzten Sektor irgendwie noch mega viel gegained, weil ich irgendwie davor Traffic bisschen hatte auf meiner letzten Runde. Aber da auf jeden Fall super zufrieden mit. Und ja, Start. Ich weiß nicht, was das Problem war. Ich habe eigentlich wenig Gas gegeben, aber ich hatte so ein bisschen Wheelspin und bin dann einfach gar nicht, also als hätte ich kalte Reifen gehabt, obwohl ich echt extra auf Mediums gestartet bin, extra die Reifen krass aufgewärmt hat, die ganze Zeit geweeft bin. Hat nichts gebracht. Also Start war anders scheiße und dann direkt Dritter auf dem kurzen, der kurzen Gerade bis Kurve 1 war schon wack. Ja, ich denke mal, schwer so eine TK, ne? Ja. Ich glaube, das könnte der Grund sein, warum du so abgezogen wurdest. Ich habe das Gefühl, die TK ist dieses Jahr irgendwie mehr overpowered, also TK benutzen. Richtig, Vielleicht ja. täuscht mich das auch, aber gefühlt, ja, sind die genauso Naja. schnell. Also man hat keinen richtigen Vorteil, so. Oder ich Billy nicht. fragt übrigens wieder, warum er nicht im Interview ist. Wir konnten dich nicht einladen. Keine Ahnung. Steht, ihr Einstellungen von dir stimmen nicht. Könnte ich nicht einladen. Geht nicht. Ja, trotzdem. Dann hast du, glaube ich, relativ früh dann auch den guten, sag mal, Sackoffizier, oder wie heißt der? Ich weiß nicht genau. Ungefähr Der so. Williams-Kollege, der war ja auf Ja. jeden Fall früh dann irgendwie im Nacken, und der hat es auch nicht geschafft, an dir vorbeizukommen. Hast gut verteidigt. War das sein Ziel, mehr verteidigen, oder? Meinst du jetzt nach dem Safety Car? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, das davor Genau, habe ich nicht das. gesehen. Ach so, safe. Ja, das Safety Car kam halt genau zum falschen Zeitpunkt. Alle Hard Runner haben Free Stop bekommen und ich war halt vorne auf harten Reifen, so alle waren schneller. Und ich dachte mir halt so, welche Möglichkeit habe ich, ne? Ich habe einfach probiert, so lange vorne zu bleiben, bis vielleicht deren Reifen dann irgendwann einbrechen und die nicht mehr die Pace haben. So, das war eigentlich der Plan. Das heißt, ich habe immer so viel ERS benutzt, dass ich gerade vorne geblieben bin, auch immer schön, echt auch hart teilweise verteidigt, auch die ein bisschen gesqueezed nach innen und so. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich glaube, das war echt auch noch im Rahmen. Würde ich tippen. Ja, Und du genau. hast ja relativ stark verteidigt, aber gut. Kann Genau, man und da. machen. Nur Risiko kennst du ja dann. Ja, Deswegen meinte ich klar. dann, ne? Aber Aber es hätte er. war, alle Beteiligten waren echt auch fair am Start, so, haben sich gegenseitig Platz gelassen, so, von daher hat das gut geklappt, so. Ich habe halt echt genau so wenig ERS benutzt, wie es ging und so halt, dass ich genau noch vorne bleiben konnte. Und irgendwann, so nach dem Restart, auch die kann ich immer schlecht, weil ich halt irgendwie keine Reifentemperatur oder keine Temperatur in die Reifen bekomme. Von daher wusste ich, so, mein ERS wird immer weniger und immer weniger. Ich werde halt safe geholt werden, aber hier, ich glaube, es war Elite da, sag offiziell, wie auch immer. Der hatte, glaube ich, 6 Sekunden. Das heißt, ich dachte mir, okay, versuche einfach dran zu bleiben. Der ist aber halt sofort rausgezogen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich einen kleinen Fehler gemacht oder so. Direkt aus dem ERS raus. Und dann hat er auch hier Billy versucht, auf Biegen und Brechen vorbeizukommen. Dachte ich mir auch, okay, bleibt mir nichts anderes übrig. Vielleicht halten wir so halt den Abstand zum P1, wenn ich mich halt vom Medium Runner ziehen lasse. Und ja,
er hatte halt keinen ERS mehr. Da konnte ich dann ein bisschen dranbleiben, hatte direkt eine Strafe bekommen. Und dann wusste ich eigentlich so die letzten 7, 8 Runden oder so, nur noch hinten dranbleiben und dann kann es klappen. Und ja, am Ende, durch den einen Move da von Meta, bin ich noch echt ein bisschen ins Schwitzen gefallen. Also war zwar alles cool, so. Dann hatte ich auch ein bisschen Glück, dass ich Billy da vor mir noch so ein, nicht gedreht hat, aber so ein bisschen Traktionsprobleme hatte, sodass ich da noch dranbleiben konnte. Und ja, aber war auf jeden Fall anstrengend, die da die ganze Zeit auf harten Safety Cars. Das war echt undankbar. Also da, er hätte auf jeden Fall auch noch challengen können für einen Win. Er war gut schnell. Gut, passiert. Sehr, sehr ärgerlich. Next aus. Gut, für Österreich, denke ich mal, kannst du auch. Österreich ist eine geile Strecke, mag ich auf jeden Fall nicht. Aber an sich, ja, geile Strecke und habe ich auf jeden Fall schon Bock drauf. Und Ziel ist auf jeden Fall wieder vorne qualifizieren, weil dann hat man echt deutlich leichteres Leben, als wenn man immer, weiß ich nicht, von P10 startet oder so. Ja, kann man nur so unterschreiben. Leider. Ich mag Österreich nicht. Naja, nee, überhaupt nicht. Vom Layout nicht oder einfach wegen den Rennen, wie es ist? Die Strecke einfach jeder kann und... Ja. Nee, den gebe ich dir. Das stimmt schon. Das ist schwierig da irgendwie... Ja, ist auch gute Controller-Strecke und so. Ich bin da auch nicht besonders krass. Aber eigentlich mag ich sie. Also eigentlich... So vom Zeitfahren bringt mir das Spaß. Weiß nicht. Wenn man nicht, wie das bei dir ist. Denn los? Ja. Nee, ich habe keine Fragen. Lukas eigentlich mal auch nicht. Nee. Nee, hat er nicht. Wunschlos glücklich. Dann kannst du durchziehen von mir aus. Alles klar, dann vielen Dank fürs Kommentieren. Ja, man hört sich. Schönen Abend wünsche ich. Jo. Ja auch. Ciao. Ciao. Ich versuche nochmal Billy auf Sets klappt. Er meinte, er hat's umgestellt. Hat. Jetzt hat's geklappt. So, perfekt. Ich habe keine Fragen mehr, leider. Alle aufgeschrieben, alle weg. Da ist er. Billy? Ja, diesmal hat es funktioniert. Machen wir Ende. Nächste. Ja, ich sag, ich bin schon wieder los. Dein Quali war wie? Hab ich nicht mehr im Kopf? Ich war auf P8 am Ende. P8. Genau. Und P8 kann man mitnehmen. Start war dann der Zwischenfall mit dir und Wendig. Da gab es irgendwie, glaube ich, einen Unfall. Kann das ja, sein? Ich hatte einen guten Start. Und dann bei der ersten Kurve beim Exit habe ich zu sehr aufs Gas gedrückt, weil ich auf den Knopf gekommen bin. Der hinteren Reifen habe ich gedreht und dann ist außerdem der McLaren mir reingefahren. Also es war keine Absicht oder so. Also ich will jetzt nicht, dass der McLaren denkt, ich habe mit Absicht abgehauen. Aber ich kann mich eigentlich auflösen, wenn ich mich drehe, weißt du. Bitte? Passiert, da machst du nichts. Ja, will mich auch entschuldigen, war nicht mit Absicht, Digga, wenn du gerade zusiehst. Aber dann P14 war ich, glaube ich, am Ende von P14 auf P3 wäre fast eine Last First Challenge gewesen, wenn ich mir die 3-Sekunden-Strafe nicht eingebracht hätte. Richtig, ja. Aber bleibt das Rennergebnis jetzt? Oder, also bleibe ich P3 oder was wieder? Keine Ahnung. Mein Teamkollegen. Wenn er es einschickt, werden wir uns das als Liga 2 Stewards mal angucken. Okay. Also da kann ich dir jetzt überhaupt nichts sagen, ne? Kann sein, kann aber auch nicht sein, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, ansonsten wieder stark zurückkommen. Ich war letzte Woche nicht da. Aber jetzt bin ich wieder weg im Business. Deswegen habe ich auch kaum Fragen, weil ich weiß nicht, du warst, hast dich gedreht, dann haben wir dich nicht mehr auf dem Schirm gehabt und auf einmal warst du dann doch da vorne. Ja, es war wichtig, dass ich den Mercedes beim Safety Car beim allerersten, nach der zweiten Runde überrolle. Bei der ersten DS geraten. Aber ich habe halt viel Zeit verloren, weil ich mir durch den Dreher einen ganz, ganz leichten Flügelschaden eingeholt habe. Der war hellgrün. Ja, wie gesagt, trotzdem, du hast mich wieder auf dem Schirm gehabt, dann gucken wir auf einmal Stan Williams. Ich dachte, wer anders gewesen ist. Ja, ja, aber sonst 3 Sekunden. Ne, ich glaube, wenn die nicht da gewesen wären, wäre es nochmal cooler. Wäre es sofort auf Prince gelandet. Aber gut, nächste Woche ist Österreich. Wie sieht's da aus? Österreich, also in all meine Lieblingsstrecken, sowieso. Ich meine, okay, ich habe es auch vorhin gehört, einfach mit Controller, ne? Es sollte viel drin sein. Ich hoffe, diesmal, wenn ich und mein Teamkollege zusammenreißen,
das diesmal schaffen, Doppelpunkte zu schaffen. RP1 und IP1 und RP2 und IP2. Weil ich, es wäre heute möglich gewesen. Wäre möglich gewesen heute. Ja, klingt nach einem Statement. Wir können gespannt sein auf nächste Woche. Also, Lukas wird auch nichts mehr haben, denke ich. Nee, ich bin... Keine Ahnung. Wir können uns nur entschuldigen, dass die ganze Sache hier anscheinend jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Ja, alles gut. Scheiße. Macht das ja auch freiwillig, ne? Wir werden leider nicht bezahlt. Wir fragen die ganze Zeit an, aber... Noch nicht. Es haben noch nicht genug Leute. Leute, wenn ihr Twitch Prime habt, abonniert unseren Kanal. Wir wollen wirklich bezahlt werden. Ich will mir mein Eis im Monat einmal kaufen können. Am Döner wahrscheinlich. Ja, der wird zu teuer, Junge. Das wissen wir beide, dass wir die 6, 7 Euro, die kriegen wir nicht. Dann müsst ihr den Döner teilen. Aber Kugel Eis kostet auch schon 1,40, also. Ja. Scheiß drauf. Naja. Auf jeden Fall danke fürs Kommentieren. War ein geiles Rennen. Und dann bis nächste Woche. In Österreich. Juhu. Hau rein, ciao. Ciao. So, Julian. Ja. Da du Stream machst, kannst du auf das Ende des Streams hören. Mach ich. Ein sehr spannendes Rennen. Tatsächlich viel spannender, als ich erwartet habe. Sehr viele Wendungen, die dann doch unerwartet waren. Alles, ziemlich alles ausgelöst durch das Safety Car von F-Kill. Danke nochmal, dass du dich rausgehauen hast. Das klingt ein bisschen falsch, aber ich vermute und hoffe, du weißt, was ich meine. Wir zwei verabschieden uns. Ihr könnt uns beide morgen auf der Strecke sehen. Ich weiß nicht, wie lange man mich sehen kann, aber wir sind morgen beide fürs Rennen angemeldet. Morgen fahren die Besten der Besten und noch ein paar andere in Liga 1. Schaltet morgen unbedingt wieder ein, wenn ihr sehen wollt, wie Gaming und der Rest der Welt wegfahren. Wir sehen uns morgen wieder. Und Julia, du hast das Schlusswort. Perfekt. Dann bis morgen.